Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Satisfactory mit Matti. Und zuerst beginnen wir mit einem Schluck Kaffee. Und wie ihr seht, sind alle Lichter rot. Ich habe einen Stromausfall. Und zwar benötige ich hier mehr Strom. Das war das Problem, oder was hier angestanden ist. Wir machen hier gleich mehr Fundamente. Vielleicht habe ich mich auch verrechnet. Hier einmal wieder den Zoom-Modus rein. Ja, hier kann ich auch noch gleich weitermachen. Und dann holen wir die Motorsäge schnell raus. Und entfernen schnell diese Sachen hier. Damit wir das hier gleich erweitern können. Damit wir hier auch die Produktion wieder starten können. Ich gehe auf Strom. Ich baue einfach mal ein bisschen mehr hier hin. Der passt soweit. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und ich hoffe, das genügt mir auch. Sollte wahrscheinlich auch. Jetzt ist... Oh, ja, die Motorsäge wollte ich nicht. Wir wollen den Kaffee. Und schauen einmal in mein Inventar rein. Und ich habe hier nur noch einmal. Das heißt, wir brauchen jetzt vier. Da gehen wir schnell auf den Rückweg. Damit wir das Ganze hier erweitern können. Und dann sollte es wieder passen. Und das sollte unsere Produktion soweit laufen. Die Qualitätsanalyse oder Qualitätskontrolle von unserer Produktionslinie habe ich noch nicht abgeschlossen. Wir schauen jetzt aber auch nicht das Ganze an. Ich habe einen kleinen Fahrplan eigentlich vor mir liegen, komme aber nachher gleich dazu. Nachdem wir eigentlich das Ganze hier aufgeladen haben. So, jetzt hoffe ich, da habe ich auch Material drin für die vier Stück. Ja, 1, 2, 3, 4. Das sollte soweit reichen. Die sind noch voll, oder? Ja, 181. Weil hier habe ich die Lager schon überall ein bisschen voll. Darum ist hier von der Produktion her auch oder läuft nicht mehr viel. Ja, wollte ich nicht den Klang. Das einzige, oh, die Schrauben sind auch schon überall voll. Ja, der da hinten ist auch das einzige, was hier noch am Füllen ist. Passt, ist auch gut. Schöner Anblick, wenn da die Fabriken vollgelaufen sind. Und hier ist ja der Vorteil, dass wir ja dann die Generatoren hier ja nicht volllaufen. Und wir möchten ja hier möglichst schnell die 10 modulare Dings haben, die Spinnen, aber ich habe ja das eingestellt, dass die mich nicht mehr angreifen, nur wenn ich sie angreife. Das heißt, wer ein Leben lässt, lässt den anderen auch leben. So ist die Einstellung vorhanden und nicht jagt den Matti. So, dann sind wir einmal hier zurück, füllen die mal gleich. Dann können wir die auch gleich mit Strom dann anschließen. Ja, den möchte ich nicht, den 98er nicht, aber 200. Und dann mal schauen, wie viel das die anderen hier schon geschluckt haben. Hier die 200. Und was habt ihr noch? Wo? Oh, schon ein Viertel weg hier. So, dann die 2. Da können wir hier gleich mal erweitern. Wenn man hier auch die Fundamente gesetzt haben. So, dann bräuchten wir hier nochmals einmal die Motorsäge. Das hier schnell weg. Und du auch. Oh.
So, das passt. Da hinten noch. Dann sieht es hier auch wieder sauber aus. Wir nehmen hier den Stromkabel, setzen einmal den hier hin und einmal hier hin. Dann müsstest du wahrscheinlich... Den habe ich so. Ja, dann ist er eh noch... Oh, nee. Kaffee ist besser. Platziere den hier hin und den hier hin. Dann haben wir hier noch einen Spatzig. Und dann hat man ja die Motorsäge schon versorgt und dann benötigt man die wieder. Weil hier noch so ein blödes Gestrüpp hier oben liegt. Und habe jetzt wieder nicht gewechselt auf meinen Kaffee. Und gehe von hier nach da und von da nach da. Und jetzt hauen wir die Sicherung wieder rein. Mit einem Schluck Kaffee. So. Wann ein. Ja, jetzt kommt wieder alles zum Laufen, plus minus. Wie viel habe ich denn schon von den Dings her gemacht? Ist das schon etwas angekommen? Das können wir mal prüfen. Die sollten ja wahrscheinlich in diesem Container sein. Ja, da war etwas drin. Zwei Stück. Gut. Dann schauen wir doch gleich die anderen Lager mal an. Oh, da ist noch nichts reingekommen. Hier haben wir auch schon ein bisschen. Und hier haben wir eine. Ne, passt. Und habt ihr das Geräusch gehört? Ich hab's gehört. Ist jetzt gerade nicht so toll. Wenn da wieder die ganze Produktion steht. Aber wo ist denn das Problem? Oh, ging nicht einmal. Jawohl. Gut, jetzt gibt es eine Möglichkeit, dass wir das ganz schnell und flott machen, bevor ich jetzt da 20 mache. Weil unten habe ich ja Generatoren, die ja momentan gerade nicht im Einsatz sind. Und da machen wir jetzt einfach unproblematisch etc. Und hauen hier einfach alles gleich. Die verbinden wir mit unten. Macht ja eh Sinn. Und dann hier unten ist ja alles ruhig in diesem Sinne her. Gut, der ist noch offen. Dann kann ich ja hier gleich probieren zum Anschalten. Jetzt aus meiner Sicht sollte es klappen. Ja, maximal. Das ist ja der Konsum, den wir brauchen. Der war hier schon knapp, ne? Ein kleines Dings, ein Watt darüber, ein Megawatt und schon ist vorbei oder 0,1. Da sollte es aber gehen, da kommt er wieder rauf. Der bewegt sich natürlich runter und rauf. Hier haben wir es relativ ruhig und die maximal, was wir hier brauchen, ist 670. Und wir haben momentan 600. Zum safe zu sein, können wir nochmals 3 machen, glaube ich, weil der macht ja 30 Megawatt. Und zum diesen hier 76, da wären sogar 3 Stück und da wäre ich safe, aber jetzt sollte es genügen, weil ich werde ja nicht gleich alles leeren.
So, was ich euch zeigen wollte, ist eigentlich, wie ich das Ganze aufgebaut habe. Ich wechsle mal schnell die Ansicht. So, das war das nächste. Hier, ich benutze dieses Tool, das habe ich heruntergeladen, wie gesagt, schon von Chukis Playlist Golden Class oder Golden Master. Bin ich gar nicht sicher, wie es genau heißt. Golden Class Master, Golden Master, Masterclass, Masterclass müsste das heißen. Genau, da habe ich also aufgebaut, darum habe ich hier einen so guten Plan gehabt. Die Produktion, die wie oben steht, wie gesagt, wir möchten später welche einen Tower bauen, dass das ganz vernünftig aussieht. Das passt, da sind wir im Betrieb und wir sehen, wir machen ja dann 10, das müsste dann in 5 Minuten theoretisch klappen. Was wir ja haben, ist, ich bringe hier nicht die 270 rein, weil ich ja einmal die 120er Förderbänder habe. Ich kann 480 liefern, beziehungsweise 240. Hier fehlen mir immer 30, also vielleicht mache ich dann halt 8 Platten in der Minute. Aber das passt soweit. Das nächste, was wir dann angehen, nicht in dieser Folge, aber wahrscheinlich ab der nächsten, ist hier. Und zwar das ganze Kupfer City, beschreibt der Chucky. Da müssen wir einfach auch nochmal so breit bauen wie vorher der Iron Tower. Aber es passt, hier sind auch wenig, relativ wenig Materialien. Wir suchen dann unser Kupfer und Katerium, machen das Ganze so, wie ihr seht, von der Menge her gleich nichts wie vorher. Und dann haben wir schon mal das Ganze mal grob mal aufgebaut. So, ich gehe hier wieder retour. Entschuldigung, die Erklärung war vorhanden. Hatte gerade Luft im Bauch, falls ihr es nicht gehört habt, dann wisst ihr wieso, dass ich mich entschuldigt habe. So, grüne Lichter, gute Lichter. Wir werden nicht immer überall grün haben, ist auch mir bewusst, weil ja eben gesagt, wir noch 480 liefern können und 510 benötigen und dann passiert solche Sachen, dass es hier, ja, das Band nicht vollkommen genügend gefüllt ist. Aber hier sieht es schon mal gut aus, weil die Produktion, die funktioniert, weil die braucht ja nur die 240. Und hier kommen, oder hier arbeiten schon relativ viele, 3 von 2, sage ich jetzt mal. Und so eine intelligente Beschickung. Machen wir 2 in der Minute. Also haben wir ja relativ schnell 10, das wären ja die 10, was wir ja machen. Ist ja nicht 100% ausgelastet, wie berechnet. Aber wir kommen hier zu unserer nächsten Stufe. Ja, hier, eine intelligente Beschickung. Sieht einfach toll aus, weil wir es gerade benötigen. Und da ist jetzt die grün, grün, grün. Wir sind hier irgendwo bei 60%. 10 machen wir, 2, 4, 6, 8, 10, also 2, 4, 6, jetzt sind es sogar 4, die grün sind, produzieren, also plus minus 6, macht ja nicht 2 in der Minute und bringt sie trotzdem einzeln heraus, ja dann macht einfach einer in 30 Sekunden und das passt soweit. Und gut, ja, Nachschub, Platten knapp. Hier knapp, weil hier kommen die Stangen gehen ja über das andere mit den Schrauben, ist klar. Und hier habe ich ja die Beschickung noch. Ja, hier und die brauchen ja auch Schrauben, von dem her verständlich, wieso dass ich hier so Mangel ist an dem ganzen Material. Aber hier hinten Schrauben, ja, die kommen rein. Leeren sich aber jedoch jetzt auch langsam und ich habe mich jetzt hier eingeklemmt. Oh, komm raus, gut. Aber sieht schon mal flott aus. Das obere Band, das ist ganz gut gefüllt. Ja, wir schauen, ob die 10 vorhanden sind. Hier möchte ich hier auch noch schnell das Ganze schön machen.
Dann machen wir so. Und hier einmal so. Die habe ich glaube noch nicht. Und hier gehen wir auch eins hoch. Und da können wir ja hier noch zumachen. Dann fliege ich auch nicht einmal da runter. Das passt soweit. Das hat mir nicht gefallen. Der Rest passt wieder. Oh, da kommen gleich drei intelligente Beschickungen. Schau ich schnell zu. Kaffee trinken. Oh. Gut. 50 brauchen wir. Oh, schaut mal. 44. Geht ja trotzdem relativ flott. Ja, jetzt könnt ihr sagen, wieso machst du nicht ein Förderband 2? Dann sind die schneller hier drin. Alles kein Problem, weil sonst schlussendlich ist es ja schon so, dass ich ja 10 produziere, dann kommt das nicht so drauf an. Wir wollen ja eine normale Produktion haben. Ich weiß, ganz am Anfang habe ich ja noch Förderbänder 2 eingebaut wie 1. Die werde ich dann mal noch ersetzen. Wir warten jetzt aber noch auf die 50 ab, nehmen die mit und hauen die rein, dass wir hier die nächste Forschung starten können. Wir sind bei 49, nicht bei 50. Genau, warten hier noch auf die eine Beschickung. Du bist unser Ziel. Und dann nehmen wir hier die 50 raus. Klar könnte ich jetzt ein Förderband machen nach da unten zu unserem Weltraumlift, aber nur für das jetzt ein Dings machen, ein Förderband. Macht für mich keinen Sinn. Wäre nur ein bisschen Verschwendung. Darum transportieren wir jetzt die manuell. Aber das passt für mich so. Gut. Auf dem Rückweg. Und dann schauen wir, was die nächsten Anforderungen sind. Weil ich glaube, da müssen wir automatisch unsere Kupferproduktion aufbauen. Was natürlich auch das Ziel ist, ihr merkt es ja selber mit dem Bio, fessen Bio Treibstoff, das war meine Uhr, sorry. Ja, du kannst nicht da so viel machen, weil sonst bist du ja mehr mit Holzfällen beschäftigt, wie mit etwas anderem. Und das machen wir auch nicht. Und wir möchten ja ein Kohlenstoffkraftwerk machen. Hier kann ich die 50 reinplatzieren, sonst hätte man ja hier mit einem Förderband arbeiten können. Müssen wir jetzt aber nicht. Und wir starten das Ganze und wir können hier beim Weltraumlift Ressourcenlieferung 1 Montageprojekt Plattform schalten wir folgendes frei, und zwar die Stufe 3 und 4. Wir machen einmal das Ganze, die Kiste versiegeln. Zack, bumm, runter. Und die Kiste ist bereit und wir senden das Ganze in den Weltraumlift und dann geht es gleich nach oben. Einmal runterspannen und dann mal einmal hochschießen. Oder so, Puls. Und tschüss, du gehst ins Weltall und weg ist es. Gut, jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob ich da noch eine Zeit warten muss. Ihr seht, ich brauche jetzt 500 intelligente Beschickung. Das ist überhaupt kein Problem, weil wir machen ja 10 in der Minute zurzeit. Da fühlt sich automatisch, wenn wir da die nächste Produktion aufgebaut haben. Ich brauche da Mehrzweckgerüste und einmal automatische Verkabelung. Genau, das wäre so das Ziel, wo wir dann hingehen. Und jetzt ist der folgende Punkt, jetzt gehen wir einmal nach hinten und da ist ja so, dass ich da Kohlenenergie habe, das habe ich ja eben angesprochen, für das brauche ich ja 50 Rotoren, produzieren wir schon oben beim Iron Tower, die
verstärkte Eisenplatten produzieren wir auch beim Iron Tower, und die Verkabelung können wir noch vorhanden machen, würden wir aber mit der nächsten Produktion auch automatisch machen, aber ich möchte die zuerst freischalten, bevor wir die nächste Kupferfabrik starten, in diesem Sinne her, weil sonst habe ich da zu wenig Strom. Verstärkte Platten, das habe ich ja gesagt, das sind ja die Reinforced Iron. Yes, da mache ich ja 3 in der Minute. Okay, passt. 10 Minuten sind 30. Ja. Und also mehr eine Stunde spielen habe ich die eigentlich auch. Die Rotoren habe ich hier auch. Rotor machen wir 2 in der Minute. Das heißt, das sind 25 Minuten. Wir hätten die Rotoren automatisch zusammen und die Verkabelung. Dann gibt es der Fahrzeugtransport, hier habe ich den Schlepper, LKW-Station, Inventarplätze, habe ich es überhaupt nicht eilig. Die modulare Farben produzieren wir auch, die Rotoren produzieren wir auch, Kabel können wir selber herstellen und die Stangen haben wir zu genügen. Und dann kommt die einfache Stahlproduktion, da gibt es eine Gießerei, Stahlbarren, Stahlträger, Stahlrohr, Mehrzweckgerüste. Hier die 500, das ist die dritte Produktion, die wir starten, und ein neuer Punkteshop, auch gut, und verbesserter Nahkampf, den Xeno, Baser brauchen wir nicht, Handausrüstungsplatz ist auch gut und Inventarplätze passt ja auch. Und hier brauchen wir wieder verstärkte Platten, Kabel und Draht, Draht haben wir auch genügend, aber wir visieren zuerst die Kohlenenergie an. Wählen das Ganze aus, das ist eigentlich die Prio, die Phase 2 hier abschließen, die kommt erst später. Gut, jetzt kann es ja auch sein, Rotoren, oh, hier habe ich noch Biomasse, das wäre mal das Ziel. Gut, das eine, das kann ich eh nicht groß produzieren. Was ich natürlich noch mache, ist in der nächsten Zwischenphase, zur nächsten Folge werde ich da nochmals Bäume einsammeln, weil sonst kommt es hier zu wenig hinten nach. Ich möchte da hier einmal richtig füllen. Oh, so. Das ist jetzt auch nur ein Wassertropfen auf dem heißen Stein. Und ja, die Verkabelung, die können wir ja schon mal machen. Ich laufe hier einmal ums Zeug herum, einfach die falsche Richtung. Leichte Orientierungsprobleme. Und hier habe ich ja genügend Kabel. Ich brauche, ja, wir nehmen hier einmal die hier. Wir können hier rein und zeigen hier einmal die Kabel. Wo sind denn die Rotoren? Hier unten kann ich keine machen, weil die Rotoren brauchen Schrauben, habe ich ja genügend, und Eisenstangen auch. Also ihr seht, das ist ja überhaupt kein Problem zum hier produzieren. Und gut, wenn ich da nochmals rüber gehe, das war der falsche. So, hier seht ihr auch, ich brauche da eine Mine mit 180, das heißt, ich muss da eine anschließen, oder beziehungsweise brauchen wir 2 Kupfermine, und hier habe ich auch 144, 2 Kriteriummine. Wenn ich darüber gehe und einmal hier verlasse, kommt die 300, warte mir noch schnell ab. Die sind ja mal gleich gemacht. Und dann können wir ja mal besichtigen, wo wir ja die nächste Dings aufbauen. Verstärkte Platten, habe ich gar keine verstärkte Platten im Bauch? Nö. Okay, gut, wir haben ja gesagt, einmal Kupfer und einmal Katerium. Kupfer. Die habe ich schon. Ui. Oh je.
Kupfer ist jetzt nicht gerade so toll. Katerium. Ja. Oh je. 1300. Ja, wir gehen mal nach da hinten und schauen das Ganze mal schnell an. Wenn wir bei der ersten Mine sind, dann schauen wir auch, wo dann die nächste Kupferproduktion ist. Ja, gut, 1000, ja. Noch was anzeigen. Ja, komm, wir sind gleich da. Und hier ist ein schöner Wald. Da gibt es schön Holz. Ja, da geht schon weit. Jetzt hoffe ich da, Kupfer, da müssen wir dann schon einiges produzieren. Oder dann halt eine Strecke hinterlegen. Aber ich möchte die da hinten haben. Oh, gut, Wasser. Oh, ja, toll. Ja, da möchte ich nicht rein. Nein. Ah, raus hier. Gut. Was ist das, die nächste hier? 188, 300. Ich schaue jetzt noch mal schnell wegen Kupfer nach. Da ist schon ein weiter Weg. Boah. Da wäre die nächste. Ui. Hier sieht sie auch gut aus, ne? Einmal hier hoch. Ja, toll. Da ist hier oben. Wie komme ich da rauf? Es ist gut, ich kann irgendwo da nach. Hier ist ja der rechte Weg. Wir gehen hier jetzt einmal hoch. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich überhaupt bin. Nee. Oder? Oh. Leute. Leute. Oh, eine Schnecke. Die holen wir gleich. Aber da oben ist es jetzt auch nicht gerade cool. Ah, ich wollte jetzt einen guten Standort aussuchen mit euch, aber... Ja, den hole ich jetzt nicht mehr, sorry. Oh, nicht schön. Aber das Biotop, das gefällt mir schon gut. Ja, wir gehen da nach hinten. Nein, 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 nein. Der Vorteil ist, ich bin wieder am Start. Der Nachteil ist, ich bin gestorben. Und meine Kiste liegt hier hinten. Gut, wir haben ja aber von der Zeit her gleich das erreicht, sag ich jetzt mal. Ich gehe in dieser Zeit meine Kiste holen. Und in dieser Zeit, wo ich meine Kiste hole, werde ich auf dem Rückweg ein bisschen Holz fällen, damit wir die ganze Produktion hier steigern können. Und ich werde nochmal schauen, wie ich dort bin. Oder wir werden so starten, dass wir ein geeignetes Feld haben für
Kupfer und Caterium einen Standort haben, den wir hier sind oder haben, dann um dann unsere nächste Produktion zu gestalten. Und da freue ich mich. Also schaltet dann wieder dazu. Ich freue mich schon wieder, wenn ihr dabei seid. Schreibt in die Kommentare, abonniert den Kanal und einen Daumen hoch. Da freue ich mich immer drauf. Also bis dann. Tschüss, euer Metti. Danke.